Alles ein bisschen merkwürdig. Ich würde es schon cool finden, wenn ich mit dem Vieh antreten würde, aber mein Team hat jetzt so hart trainiert und ich würde das echt gemein finden, wenn ich jetzt irgendeinen rausnehmen würde, nur damit ich das Viech drinne habe. Es ist endlich soweit. Wir dürfen gegen den Champ antreten. Unter Jubelrufe werden wir ins Stadion eingelassen. Das Champ-Match, der entscheidende Kampf gegen den Champ, beginnt gleich. Bist du bereit? Dann zieh bitte deine Uniform an und geh auf den Kampfplatz. Delion! Aru, Aru, Aru. Meine Kämpfe sind ja immer ausverkauft, aber so ein begeistertes Publikum hatte ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass alle wissen, was du vor 3 Tagen geleistet hast, Aro. Du hast in Dinolos gefangen und die Zukunft der Galar-Region gesichert. Du hast an der Seite der legendären Pokémon Zacian und Zamazenta gekämpft. Ich weiß nicht, ob man sie so ausspricht, aber ich hoffe, es ist richtig. Das macht dich zu einer waschechten Heldin und einer wahrhaft würdigen Gegnerin. Ich habe dich entdeckt und dein volles Potenzial entfesselt. Das ist eine Leistung für sich. Wenn ich es jetzt noch schaffe, haushoch gegen dich zu gewinnen, wäre das der ultimative Beweis meines Könnens als Champ. Dann mal los, Aro. Liefern wir uns einen Kampf, der in die Geschichte der Galar-Region eingehen wird. Oder besser, liefern wir uns einen Kampf, der die Zukunft Galars für immer verändern wird. Lass uns diesen Kampf so richtig genießen. Ist Champ Time! Es stimmt zwar, dass er mir mein erstes Pokémon gegeben hat, aber wo bitte hat er mich unterstützt? Ich habe alles alleine gemacht. Ich habe mein Potenzial selbst entfaltet. Er hat mir ein Empfehlungsschreiben gegeben. Durengard! Oh, so ein geiles Vieh! Es ist Geist irgendwas. Das Publikum zu begeistern ist Teil meiner Rolle als Champ. Ich bin begeistert, dass er seinen dummen Mantel mal nicht dabei hat. Das ist nicht effektiv, okay. Lichtkanone. Wow! Mit sehr effektiven Angriffen werde ich mir den Sieg holen. Alter Falter. Das ist kein Kompass, das ist ein Schwert und ein Schild. Natürlich ist es geil. Ich glaube, ich beiß jetzt schon ins Gras. Mist. Das war sehr effektiv. Was anderes hätte ich natürlich nicht erwartet. Krass. Boah, ist der krass! Katapultra. Ich weiß, dass es ein Drache ist, aber ansonsten keine Ahnung. Warum hat er nur Viecher, die ich nicht kenne?
Donnerblitz. Oh, super. Schön. Wenigstens hat er überlebt. Warum kann der bitte Donnerblitz? Aber das sieht voll süß aus. Warum kann eigentlich hier jeder Geist attacken? Kann ich ihn mit Bodenattacken kriegen? Weil er schwebt ja ein bisschen. Ich hoffe, ich kriege ihn mit Schaufler. Das ist nicht so effektiv. Also Bodenattacken sind nicht so effektiv. Ich glaube, Spukball bringt jetzt sieht das um. Ja. Das sieht gar nicht gut aus. Schon zwei haben ins Gras gebissen. Natürlich kann er Feuer. Ist doch scheiße. Das Problem ist, ich kenne den halt absolut nicht. Okay, Kampf hat keine Wirkung auf den Gegner. Kann ich mit einer Top-Genesung auch jemanden wiederbeleben? Na okay, kann ich nicht. Wusste ich nicht. Entschuldigung. Ich glaube, den ersten Kampf verlieren wir hier gegen den Champ. Der macht ja auch Feuer. Also kann ich Pflanze vergessen. Hallo Schnitzel. Dino regelt. Dino erreicht Level 65. Maxax, was ist denn das schon wieder? Okay. Ich kenne seine Pokémon nicht! Dino! Dino regelt! Volltreffer, ich liebe dich! Ein Volltreffer, nicht schlecht, Challenger! Doch, du kennst Glurak! Danke, Toxic, danke! Wow! Und ich denke mal, er hat den Affen auch noch dabei. Oliver, erreicht Level 68. Rihornior. Rihorn ist ein Steinfutzi, kann das sein? Mal. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Eigentlich hätte ich gerne Ajax gehabt, aber gut, dann belebe ich jetzt irgendwas wieder. Was belebe ich denn wieder? Was bräuchte ich denn? Ich glaube, Sitas brauche ich noch. Dann belebe ich mal kurz Sitas wieder.
Erdbeben. Och, das ist gemein. Erdbeben ist eine dumme Attacke. Ah, Dino. Ist das ein Stahl-Pokémon jetzt oder ist es immer noch ein Stein-Pokémon? Wenn es ein Stein-Pokémon ist, dann kann er nämlich Wasser machen. Das müsste ganz gut helfen. Und wieder ein Volltreffer. Wuhu! Fast Level 65 für Ajax. Gortrum. Was ist ein Gortrum? Es ist der Affe. Hält sie das eine Attacke aus? Ich würde nämlich ganz gerne Ajax heilen. Oh, was sieht das? Ja, Flammenkörper wirkt. Super. Ich hoffe, er kommt noch zum Einäschern. Nee, kommt er nicht mehr. Gut. Notsituation. Okay. Wir wiederbeleben nochmal jemanden. Alle schreien, ich soll Sitas wiederbeleben, also beleben wir Sitas wieder. Und er hat ihn wiederbelebt. Super. Freut mich. So ein Mist, Fuzzi. Er haut jetzt halt nicht mehr so rein wie beim ersten Mal, weil seine Spezialangriffe von ihm stark jetzt sinkt. Ich mache jetzt einmal Erstaunen und dann nochmal einmal Meteor und ich hoffe, das funktioniert dann. Lieber. Ich mach mal lieber Genesung, oder? Oliver, halt durch. Du packst das. Wir glauben alle an dich. Hör mal auf mit deiner dummen Notsituation hier. Was ist das eigentlich für eine Attacke? Manchmal haut die so rein und manchmal überhaupt nicht. Aber Genesung ist echt eine geile Attacke. Rein theoretisch könnte ich nochmal ein paar Pokémon wiederbeleben. Gerade habe ich ja Zeit.
Dann kriegen die anderen wenigstens auch noch ein bisschen Erfahrungspunkte. Das ist echt super. Oliver hält alles aus und ich kann mein ganzes Team wieder hochheilen. So kriegt jeder Erfahrungspunkte. Und wir sind wieder auf der sicheren Seite. Danach mache ich jetzt hier nochmal Genesung und dann hauen wir den Typen vom Feld. Lass dich von einem Volltreffer nicht aus dem Konzept bringen. Denk an den nächsten Schritt. Ja, den nächsten Schritt, den habe ich schon geplant. Ich heile meinen Oliver und danach haue ich dich vom Platz. So, Lalle. Wir machen nochmal Erstauner und dann haue ich nochmal eine Drachenattacke raus. Weil die Drachenattacke, die macht halt meinen Angriff extrem, der schwächt ihn halt extrem. Hat sich zwar ein bisschen länger gezogen, der Kampf, aber dafür konnte ich, wie gesagt, mein ganzes Team wieder hochhalten. Dank Oliver. Mist, hat noch nicht ganz gereicht. Und die letzte Attacke. Dann bist du Geschichte. Ajax erreicht Level 65. Als nächstes wird Glurak eingesetzt und wir werden natürlich unser Pokémon wechseln. Und alle schreiben mich an, ich soll es Cetus nehmen und nicht Ajax. Und ich höre jetzt mal auf. Ich höre jetzt mal auf meinen Chat, obwohl ich eigentlich lieber Ajax genommen hätte. Meine Champ-Time ist noch nicht vorbei, das lasse ich nicht zu. So. Soll ich jetzt eine Steinattacke machen oder soll ich jetzt eine Bodenattacke machen? Erdstoß oder Brocken? Das darf der Chat entscheiden. Die Steinsattacke. Also deiner Brocken, ja? Ich zeig dir jetzt, was Glurak drauf hat. Giga Dynamax. Wow. Wow, sieht er hübsch aus. Richtig cool. Das, halt durch! Ein Sandsturm kommt auf. Und das Publikum hat mir den Arsch gerettet. Vielen Dank! Wir haben gegen Glurak gewonnen. Es sah kurzzeitig echt schlecht für uns aus, aber wir haben den Kahn nochmal aus dem Dreck gefahren. Oliver war der Held dieses Matches. Und natürlich sieht das. Das war's mit meiner Champ Time. Danke für den besten Kampf meines Lebens.
Der dreht sich nur um, weil er jetzt gerade voll flennt und er nicht will, dass ich seine Tränen sehe. Glückwunsch, Schnitzel. Er hat sich gerade einen Shiny nach Tara gefangen. Mein Glückwunsch, Aru. Du hast es geschafft, den unschlagbaren Champ zu besiegen. Damit gehört der Titel dir. Du bist wirklich ein sensationeller Pokémon-Trainer und dafür sollst du gefeiert werden. Jetzt, da du so stark geworden bist, ist es an der Zeit, dass ich selbst an die Zukunft denke. Auch wir Erwachsenen sollten die Gegenwart mit Blick auf noch kommende Zeiten verbessern. Aro, versprich mir, dass du so weitermachst. Glaub an dich, glaub an deine Pokémon. So kannst du die Zukunft nach deinen Träumen und Wünschen gestalten. Bewohner von Galar, ihr alle seid gerade Zeuge der Geburt einer neuen Legende geworden. Aro ist euer neuer Champ. Und gleich beim nächsten Champ-Turnier verkacken was. Wer so stark ist wie sie, kann so einiges in Bewegung setzen. Alles ist möglich. Lasst uns gespannt verfolgen, in was für eine Zukunft sie uns führen wird. Wie gesagt, es wird jetzt total aufgebauscht und im nächsten Champ-Ding fliege ich dann gleich vom Platz. Das stimmt gar nicht, Mythos. Oh, guck mal, beide Toxics. Die machen Musik. Das ist ja witzig. Trommeln und beide. Ja, witzig. Und das ist der Leadsänger. Das ist ja süß gemacht. Die gehen voll ab. Da stimmt auch nichts Toxic. Ich lese alles, was ihr schreibt. Nur ich kommentiere nicht alles, was ihr schreibt. Wenn ihr Hallo sagt, dann sage ich zurück Hallo. Aber wenn ihr irgendwas XY-mäßiges sagt, von wegen ich gehe jetzt essen oder keine Ahnung was, ich nehme das hier auch auf für YouTube. Ich kann noch nie alles vorlesen. Ich glaube nicht, dass die Leute, die sich ein YouTube-Video reinziehen, andauernd wissen wollen, welche Leute jetzt gerade zum Essen gehen und welche nicht. Ich habe hier drei Chats offen von YouTube, von Twitch und auch noch einen Stream, wo ich beide Sachen gleichzeitig lesen kann. Damit ich ja nichts übersehe. Dann schnippel es weg. Weißt du, wie anstrengend das ist? Ich schnippel schon sehr viel weg. Aber alles schnippel ich nicht weg. Doch, ich will das wissen. Ich schneide schon wirklich sehr viel weg. Yay, jetzt kommen nochmal alle Symbole und sämtliche, was auch immer, Sponsor-Fuzzis und dann danke an alle, die dieses Spiel möglich gemacht haben und dieses Spiel gespielt haben. 5 Milliarden Stunden Pokémon, ja sicher, ach so. Oh, das war gerade süß, da waren Wollis. Ja, gut, ganz so lange war es nicht, aber es war schon nah dran. Nein, Oliver wird nicht gegessen, Mythos. Mein super geiles Team. So, wir haben den Champ besiegt und jetzt müssen wir mal gucken, was hier noch so alles geht. Du hast es geschafft, du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Hier, das ist für dich zur Feier deines Titels. Du erhältst einen Meisterball. Der beste Ball, damit fängst du garantiert jedes wilde Pokémon. Aber Professor Magnolika, Sie hätten doch nicht extra herkommen müssen.
Auro hat so viel für uns vollbracht, das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wundsterne, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Indinalos. Als Indinalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Galar einer Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Auro und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galars. Ich wünsche mir, dass diese Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Auro. Lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Okay, erstmal alles abfackeln. Professor Magnolica hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Taten des Liga-Präsidenten macht. Okay. Jetzt gehen wir erstmal zu Hop, Top, Flop, was auch immer. Mit dem Meisterball habt ihr damit den Wolf gefangen? Das legendäre Pokémon oder habt ihr euch den aufbewahrt für irgendein anderes Viech? Du wirst es kaum glauben, aber als Delion letztens hier war, hat er zum ersten Mal seit langer Zeit in aller Ruhe mit uns gegessen. Wir sollten mal wieder alle einladen und einen netten Grillabend zusammen verbringen. Auch wenn Delion nicht mehr der Champ ist, für Hop ist und bleibt er ein Superheld. Ich denke, seit Hop selbst ein Trainer ist, kann er sogar noch besser nachvollziehen, wie beeindruckend Delions Stärke ist. Ich hab den immer noch. Okay, und der andere haben es für Shiny-Pokémon aufbewahrt. Delion mag zwar nicht mehr der Champ sein, doch er ist beschäftigt wie eh und je und kommt daher nur selten nach Hause. Aber das ist in Ordnung. Es gibt eben viele Dinge, die man tun sollte, solange man jung ist. Da liegt ein Pokéball, der ein Glumanda enthält. Was zum... Du liest dir den beigelegten Brief durch. Liebe Auro, dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Delion. Was zum... Wow! Was zum... Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott, oh mein Gott! Von Geburt an brennt die Flamme auf seiner Schwanzspitze. Sobald sie verglimmt, erlischt auch sein Lebenslicht. Weißt du, oh mein Gott. So geil. Ich möchte, wenn ich morgen hierher komme, ist dann wieder ein random Pokéball hier. Oh Mann, wie cool. Überleg mal, du gehst nicht ins Haus. Überleg mal, du gehst nicht in das Zimmer und siehst dieses Glumanda nie. Es gibt ja Leute, die einfach jetzt ausmachen und nicht weiterspielen. Was zur Hölle? Das ist voll cool. Pokémon-Handel im wievielten, keine Ahnung, Jahrhundert. Wir handeln hier nicht mit Pokémon. So, warte mal, wie geht's eigentlich meinen? Sind die alle geheilt? Ich muss erstmal abspeichern. Habe ich schon abgespeichert? Ich muss erstmal abspeichern. Ich kämpfe Tag aus, Tag ein, um Schritt für Schritt im Rang aufzusteigen. Okay. Elektrodisk aktiviert. Das sollte die Stromrechnung reduzieren. Ich schätze, das klappt wohl erst, wenn Typ 0 sich entwickelt. Ah, hallo Champ Auro. Lass mich dir noch einmal ganz herzlich zu deinem Sieg gratulieren. Zu diesem Anlass möchte ich dir das seltene Pokémon Typ 0 schenken. Typ 0 erhalten. Das ist geil. Ich gehe, glaube ich, nochmal alle Orte ab. Vielleicht kriege ich ja irgendwelche geilen Pokémon noch geschenkt.
Typ 0 ist eine künstliche Nachbildung eines Pokémon aus einer alten Sage. Die Maske dient dazu, seine Kräfte unter Kontrolle zu halten. Und dieses Pokémon ist total creepy. Es kann sich in 28 Millionen verschiedene Formen entwickeln, je nachdem, was du ihm für eine Disk gibst oder so. Ich habe das nicht so ganz gerafft. Also wenn du ihm eine Elektro-Disk gibst, dann ist er Typ Elektro. Wenn du ihm einen Typ Unlicht-Disk gibst, dann ist er Typ Unlicht und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und jedes Mal sieht er ein bisschen anders aus, was die Farbe angeht. Ach, und diese Discs gehören auch noch dazu. Und genau deswegen tausche ich nicht mit Leuten, die ich nicht kenne, ihr Nullchen. Hat Typ 0 sich erst einmal entwickelt, ändert es seinen Typ, je nachdem, welche Disc du ihm zum Tragen gibst. Ich schnall das aber trotzdem noch nicht ganz. Mit diesem Disc-Zeugs. Sorry. Wo sind die überhaupt jetzt? Kampfdisk, Flug, Gift, Boden, Gestein, Käfer, Geist, Schal, bla bla bla. Es gibt 1 Million Disk. Aber kann ich die nur einmal einsetzen? Oder ich habe keine Ahnung. Also das Viech ist mir total unbekannt, muss ich leider gestehen. Habe ich mich nie näher mit beschäftigt.